meditieren die dann? Ah. Okay. Mama, kriege ich die? Ja, es ist eh alles dasselbe. Aber es ist cool. Hey, was ist los, Joey? Ich habe vergessen, dir noch was Wichtiges über das Turnier zu erzählen. Es gibt in jedem Bereich 5 Gegner. Und wenn du sie nicht alle schlagen kannst, kannst du nicht weitermachen. Das bedeutet, dass ich nach dem Sieg über dich noch 4 weitere Gegner besiegen muss. Genau. Und wenn du 4 Bereiche klargemacht hast, öffnet sich ein ganz neuer Weg. Ein neuer Weg? Was soll das sein? Als ob ich das wüsste. Ich bin erst nur rausgeflogen. Spiel einfach schön weiter und vielleicht ergibt das ja später einen Sinn. Also, bleib dran, Kumpel. Nani! Vielleicht bekommst du den Todaugendrachen. Das wäre cool. Vielen Dank für die Bits. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt. Bis später. Ein neuer Weg. Ich habe keine Ahnung, was dieser neue Weg sein soll. Ich auch nicht. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Und egal, wem wir dabei begegnen, wir müssen gewinnen. Und wir werden es gemeinsam tun. Oh, okay. Ich will aber nicht dabei sein, ja? Wenn ihr es gemeinsam... you know. Bin ich nicht so scharf drauf. Oh ja. Mal speichern. Tut ja auch mal ganz gut. Ah. Okay, dann. Okay, Doki, kein Problem. Ja eben, ich könnte mir eigentlich auch das gesamte Turnier zurechtschieden. Im Königreich der Duellanten hat es auch keiner gereilt. Von daher... Oh Scheiße, es ist Tristan. Oh shit, dran ist Tristan. Oh mein Gott, es ist der normale Tristan, es ist nicht Emo Tristan. Ich vermisse Emo Tristan. Tobi, um mal ganz ehrlich zu sein, ich vermisse den Kerl. Aber Spirit Caller, ne? Ach du Scheiße. Was? Was will ich denn? Tada! Ich bin's, die Legende, Tristan Taylor. Yugi, ich mag zwar nicht so erfahren sein wie du, was die Spiele anbelangt, aber wenn du das hier auf die leichte Schulter nimmst, dann wirst du dafür bezahlen. Ich weiß. Deswegen werde ich all meine Fähigkeiten nutzen, um dich zu besiegen. Oh Mann. Es spielt keine Rolle, wer mein Gegner ist. Ich werde all meine Kräfte nutzen, um dich zu besiegen. Das zeigt, dass ich ein wahrer Duellant bin. Oh, du musst ja nicht von allen Fähigkeiten Gebrauch machen. Weißt du, vielleicht nur von ein paar. Bitte. Wow. Holy fuckles, it is Knuckles. Okay. Okay, er darf anfangen. Oder, ja. Okay, dann. Ey, da. Ein Elektrofeld und was auch immer das da oben sein soll. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was er jetzt raushaut. Was zur... Wieso kann ich die hier nicht benutzen? Müssen die sich jetzt ausruhen oder so? Was? Kann nicht gewählt werden, ist ein Kampagnenmodus besiegt. Ach, Mann! Ach, Mann! Das ist ja gut zu wissen. Vielen Dank, dass ich sowas auch mal gesagt bekomme. Gut, dass ich das weiß.
Na super. Ist das wirklich ausruhen oder ist das wirklich they dead? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die sind tot. So, diesmal können wir ein paar mehr mal raushauen. Vielleicht gar nicht doof. Er ist sowieso dabei. Schicken wir mal ihn noch dazu. Okay, es ist wirklich nur ausruhen. Okay. Ich dachte, das wäre wirklich hier like Fire Emblem. Ach, zufällig. Ich vertraue dir, Spiel. So, diesmal können wir mit einer kleinen Armee auffahren. So, Tristan, zeig mir, was du hast. Du hast Donner, Donner... Nee, Wind, Wind, Donner, Donner? Wind, Wind, Donger, Donger? Wind, Wind, Donger, Dong, Dingi, Dong, Digi, Dong. Alter, ominöse Tristan-Musik. Es wird Zeit, dass die Party steigt. Es sieht aus, als hätte er ein Haarnetz. Ja, Wald. Ach, das ist Wald. Eine kleine... Ernsthaft, zwei kleine Raupen. Tristan. Okay, das Ding wiederum, das ist etwas anderes. Den habe ich auch. Okay, dann. Warte mal. Wie war das nochmal? Oh! Okay. Du zuerst. Muss ja nicht direkt immer alles beschwören. Aber du hast mir eben gerade gute Dienste. Du hast eben gerade ziemlich viel gegen mich gemacht. Also von daher, du kommst auch mal. Ach, da sehe ich, wie sie sich bewegen können. Das Ding greift diagonal an. Das Ding, wissen wir ja. Oh. Die Attack Range. Okay, dann. Gut, ich muss zwei Züge im Voraus denken. Was nicht gerade meine Stärke ist. Tristan, nichts ist deine Stärke. Aha. Scheiße, kann sich dieses Ding weit bewegen. Okay. So, du bewegst dich hierhin, weil ich glaube, das der Strom da, der wird mir noch ein bisschen von Vorteil sein. Shit. Kann sich kaum irgendwo hin bewegen gerade. Dahin. Okay, Korebo beschwören wir. Beziehungsweise beschwören jetzt einfach mal den Rest. Soweit wir können. Alter, diese Musik, ne? Diese ominöse Musik. Okay. Das Donnerkind macht mir Sorgen. Um ehrlich zu sein, das Ding kann sich verdammt weit bewegen. Die Raupen machen mir ehrlich gesagt weh. Die lasse ich einfach auf mich zukommen. Die beiden. Die sind... Das stelle ich mir als Problem vor. Kannst du ruhig weiter hinten lassen. Siehst du echt eine Art Sniper. Ja, ich merke schon. Die Angriffsreichweite von dem Ding ist ziemlich hoch. Naja, hoch ist jetzt auch relativ, aber...
Ja, wir lassen ihn mal hier. Du bleibst hier, zusammen mit... Cordebo. Dann... Die Ente... Oh, die Ente können wir an die Front jagen. So, die Ente schicken wir an die Front, beschützt unseren kleinen Omega-Quadro-Sniper. Du gehst da mit dem. Und du... Ja, du kannst dich gerade echt scheiße bewegen, möchte ich nur mal so betonen. So, du bleibst da. Und du... Wir lassen sie mal... Ah ja, hier ist plus 15. Steht denn auch... Ne, es wird natürlich nicht gezeigt, ab wo das geändert wird. Gut, dann gehen wir mit dir mal weiter nach vorne, einfach damit du den Boni bekommst, da in dem Elektrofeld. Okay. Da kriegen wir schon hin. Es ist Tristan. Es ist, ne... Nicht zu vorsichtig. Es ist letzten Endes nur Tristan. Und wie gesagt, nicht wundern, ich nehme jetzt hier die ersten Folgen hier von Ma. Was macht er denn jetzt? Was wird das denn für eine Aktion? Okay. Euch lasse ich mal so, beziehungsweise ich bewege dich gleich nochmal. Du kannst dann nur bis hier. Okay. Dich bewege ich mal mit hier hin. Und bei dir möchte ich eigentlich nur, dass du... Hier ist das Donnerfeld. Hier fängt's an. Ja, und ihr macht mal euer Ding. Wir lassen Tristan jetzt einfach mal ein bisschen auf uns zurennen. Es ist ein Monsterschach. Aber was will er jetzt mit dem Elektro-Kit? Was hat der vor? Wieso habe ich das Gefühl, dass er gleich mit so einer perfekten Ultra-Riesen-Motte kommt? Hä? Okay, was hat dieser durchgeknallte Tristan vor? Der weiß irgendwas, was ich noch nicht weiß. In diesem Spiel ist Tristan schon nervig. Ja, ich merke schon, der bewegt sich gerne. Okay, aber... Wie er ja weiß, ich bewege mich auch gerne. Ich bewege mich auch ganz fancy gerne. Okay. 0-0, das ist gut. Und ich glaube, wenn wir mal so in Dreier-Squads rumlaufen, in zwei Dreier-Squads, das ist gar nicht mal so dumm. Oh. Stromschaden. Ich habe dort Schaden genommen. Das darf nicht... Wow, alles verläuft nach Plan. Hm. Aha. Tristan, was hast du da... Ne? Ach du Scheiße. Wie hat er sich denn da längst gesneakt? Aber gut, ich meine, willkommen im Abfuckgelände. Mein Freund. I am Sniper. I will fucking snipe you. Ist nicht viel Schaden, aber bei 150 ist das auch nicht, ja. Es gibt keine Gegenangriffe, das muss ich mir mal vor Augen halten. Es gibt keine Gegenangriffe. Selbst wenn du direkt vor ihm stehst und eigentlich in Attack Range bist. Los, snipe den Dude weg. Get his ass. Friss Liebe. Das Ding ist so tot. Das kann ich jetzt schon sagen. Wenn ich noch so einen Angriff kann ich meine Koffer packen und nach Hause fahren. Ja, dann, ich würde sagen, fang jetzt schon mal an zu packen. Weil ich schicke dich gleich straight nach Dixville. Mit einem Koribo. Oh ja, oh, das ist, oh ja, oh. Ja, Auszeit, Auszeit. Ich dropkick dich zurück in die letzte Woche, mein Dude. Mit meinem Plüschball. Oh mein Gott, es ist so pelzig. Und 1000 Nadeln! What the fuck?
Alter! Na, ohne diesen Kerl sieht es ganz schön düster aus. Ja, irgendwie, ja. Okay. Du greifst diagonal an. Nö. Weißt du, nö. Komm du zu mir. Okay, warte mal, dich. Vorteil gegenüber Strom. Das heißt, er kann hier in diesem Stromgelände bleiben. Wahrscheinlich. Aber der Feuerdude muss hier raus. Er muss hier definitiv einen nach unten. Das war eigentlich blöd. Gehen wir mal hier hin. Ja, er ist ein Strommonster. Er nimmt dadurch keinen Schaden. Das ist ja das Gute. Und Erde scheinbar auch nicht. Deswegen packen wir euch mal hier hin. Und beenden den Zug. Er nimmt doch Schaden. Okay, fuck me sideways. Okay. Erde nimmt doch Schaden. Dann war ich nur nicht in der richtigen Position gerade wahrscheinlich. Selber, haha. Oh nein. Er will mich mit einer Raupe angreifen. Alles aber das nicht. Wieso habe ich das Gefühl, dass... Der Sieg ist zum Greifen nah. Ja. Sogar sehr nahe. Okay, mit dir kann ich nicht angreifen. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlimm. Komm, ich akzeptiere diesen kleinen Schaden, der davon kommt. I will fight you. Skorpion versus Skorpion. Ja, was willst du tun? Du kannst nur... Ne? Ist richtig. Weggeklatscht. Critical Damage. Vergiss nicht, Yogi, du hast mein Monster verletzt. Ja? Das werde ich dir 10-fach heimzahlen. Mit was? Raupi setzt Fadenschuss an, nicht effektiv. Ist absolut nicht effektiv, was der da macht. So, komm hier. Das Ganze ist vorbei, bevor es angefangen hat, das sage ich euch. Jetzt kann ich nur nicht mit ihm angreifen. Beziehungsweise... Ja, mal einen hier hin. Ich kann den Wurm jetzt schon snipen. Von daher. Es war kein übergroßer Damage, aber es ist Damage. Yu-Gi-Oh! 5Ds für Nintendo. Was? Welches 5Ds für Nintendo? Muss präziser werden, was das angeht. Was ich hier nur gerade, was ich jetzt an dem Teil ein bisschen schade finde, es scheint irgendwie immer dieselben Hintergründe während den Animationen zu sein. Aber die Animationen generell sind flinker, das finde ich irgendwo auch schön wieder. Hehehehe. Angriff der Flauschkugeln. Der überlebt das. Fein. Fein, überlebt das halt. Meine Plüschbälle werden dich jagen und vernichten, mein Freund. Stardust Accelerator hatte ich vor, aber nicht in allzu naher Zukunft. Kabooms. Jetzt bin ich echt in Schwierigkeiten. Das warst du auch vorher schon. Tristan, dein gesamtes Leben ist eine Schwierigkeit. Ja, 15 Damage ist es ja. Das macht nichts. Gibt Schlimmeres. Okay, Kuribo mag auch Gas nicht. Stardust Accelerator hat ein Problem und das ist sein Endgame. Sein Endgame ist fucking brutal. Na komm, das gönne ich dir nicht.
Du mit deinem blöden Skorpion. Oh, fuck. Wenn du nicht mehr Schaden anrichten kannst, wirst du mein Monster nicht erledigen. Nee, aber ich werde mit dem Monster wahrscheinlich gleich die Kurve kratzen. Okay, ich will sehen, wie diese Motte angreift. I want to see that. Das will ich jetzt mal sehen. Wie einfach so ein fettes Raupi. Alter. Hat das Ding mich gerade mit Faden-Satelliten kanonet? Ich war unkonzentriert. Okay. Ja, Riptis, da hast du recht. Stardust Accelerator ist an vielen Punkten echt schwierig. So, dich bewegen wir jetzt mal aus der Danger Zone. Wenn ich schon Viecher retten kann, dann würde ich gerne hier welche retten. Wait a second. Das Ding hat nur noch 17. Warte mal. Dann sehe ich mal lieber zu, oder? Warte mal. Du greifst diagonal an. Kriege ich das hin? Ja, kriegen wir easy hin. Dann schieben wir dich nämlich mal aus der Danger Zone. So langsam, aber er könnte trotzdem angreifen. Okay, dann. Moment, wieso? Achso. Ja, vernichtet. Genau. Das habe ich mir nämlich erwartet. Gut, dann kriegt er noch ein bisschen mehr Erfahrung. Diese Musik ist absolut überdramatisch, wie wir. Und das ist an sich schön. Vor allem, es ist fucking Tristan. Diese Musik ist 100% überdramatisch. And I love it. So, Problem gelöst. Aha. Hast du vorher nicht zugehört? Ich sagte, bleib locker. Tristan, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Jizz? Komm, ich schick dir noch was zum Hinterherspülen. So, der Skelettengel, der kann das wegsnipen, ne? Achso, ups. Ich will doch angreifen. And you're gonna die. You're gonna die, Clown! Das ist echt so ein leichtes Fire Emblem-Prinzip. I like it. Oh, scheiße, aber Kuribo hat mir jetzt nicht mehr so viel Power. Warte mal. Mal gucken, ob wir das irgendwie absichern können. Was ist, wenn wir dich... Wir können dich hier hinschicken. Im nächsten Zug... Ja komm, wir schicken die Ente mal hier hin. Bewegen dich... hier hin. Bolzen dem Raupi hier jetzt noch eine volle Kanne ins Gesicht. Komm, ich will noch mal Kuribos Nadelregen sehen. Nee, deswegen hatte ich überlegt, ob ich hier, weil ich ja Spirit Caller nicht mehr wirklich retten kann, dass ich einfach den Vorgänger dann spiele, Nightmare Troubadour. Ist halt vom Prinzip her dasselbe, sehr, sehr grindy. Jetzt bin ich echt in Schwierigkeiten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sowas mag ich häufig auch an Yu-Gi-Oh! Spielen. Es ist irgendwo Teil der Erfahrung. Von daher ist Nightmare Troubadour fast schon eine schönere Alternative. Ich glaube, weiß nicht, ob Kuribo das... Wenn er angreift wird, das wird Kuribo nicht überleben. Mal gucken, was der jetzt macht. Mal gucken, Tristan, was machst du denn? Was hast du denn vor heute an diesem Tag? Ja, war klar. Destroy. Surgeon Destroy. Ja, gut. Fuck. Ja, gut. Willst du mich in Sicherheit wiegen, um mich dann aus dem Hinterhalt anzugreifen? Woher weißt du das, Tristan? Woher weißt du das? So, kann ich dich jetzt... Ich kann hier nicht rüber.
Ja, ganz klasse. Ich kann da nicht rüber. Diese Pflanze ist da echt im Weg. Und zwar volle Kanülle. Die ist da zu 99% im Weg. Und das geht mir gerade echt auf den Keks. So, Sekunde. Ich habe immer noch ihn hier. So, und dich bringen wir mal langsam, aber sicher hier raus. Ich kann das Ding echt nicht bewegen. Das geht mir gerade hart gegen Strich. Aber gut. Warten wir mal, was er mit Raupi macht. Vielleicht greift er ja auch an. Vielleicht will er ja was. Vielleicht will er ja jetzt hart Streit anfangen. Na, Tristan? Was hast du vor? Habe ich mir fast schon gedacht. Oha, du willst Zanke. Du willst nicht mal Zanke. Du hast dich einfach nur in meinen Attack-Radius bewegt. Tristan, ich weiß, du warst noch nie der Schlauste, aber das ist selbst für deine Verhältnisse merkwürdig. Shit. Ja, warte. Dann greifen wir ihn halt so an. Skelettengel macht Arbeit, sagen wir es mal so. Mach den Kristall kaputt. Bringt das irgendwas Besonderes? Ich finde es auch gut, dass sie die Vorteile nochmal anzeigen bei den jeweiligen Monstern. Das ist schon, bei so vielen Attributen ist es schon ein bisschen praktisch dann. Ich weiß nicht, gibt es was Besonderes? Weil wenn ja, dann I will go for it. Dann macht mein Skorpion gleich richtig Stunk bei dem Kerl. Ja, andere Sprüche. Okay. Es beendet das Duell. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich war unkonzentriert. Ja, das warst du wirklich. Du warst wirklich dumm, Yugi. Du warst wirklich ein Retard. Ein wirklicher Fuckbug. Es wird aber noch dauern, bis wir da ankommen. Beziehungsweise ein bisschen... Wie greifst du an? Ein. Ja, komm, also bitte. Was willst du eigentlich? Komm, wir machen das mal so. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich seinen Precious Kristall angreife. Oh shit, das ist jetzt vielleicht das Ende meiner Ente. Und Tristan denkt sich so, ich hab Angst. Oh shit, das Ding kann sich weiter bewegen. Fuck, I fucked up. Hätte ich mal beendet, dann wäre das Ding jetzt auch am Leben. Scheiße. Wie ist das eigentlich, wenn ich ein Duell verliere? Ergo, wenn ich ein Duell verliere und muss ich denn alle Duelle aus diesem Bereich nochmal machen oder... So. Ich meine, wenn es zu krass wird, ne? Wisst ihr was? Ich riskiere es am besten gar nicht. So gerne ich es ja mal ausprobieren würde. Aber. Sicher ist sicher. Das wird dir den Rest geben. Ich klatsch dich weg. Ich fahre lieber eine sichere Nummer. Mit meiner Ente. Damit wären wir wieder beim Monster Hunter, wenn ich das Ding sehe. Nani? Wir Bigleser werden die Weltherrschaft an uns reisen, muhahaha. Okay. Vielen Dank für die Bits, though. Du musst nur das Duell wiederholen. Ah, okay. Ich werde total platt gemacht. Kein Wunder, du bist der Champion. Voll weggeklatscht, den Jungen. Sieg, Spieler! Spielersieger!
Weggeklatscht. Ich wusste, dass ich gegen einen Profi wie dich keine Chance habe. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Deswegen siehst du auch so pissig aus. Mach weiter so, Yugi. Ich zähle auf dich. Du wirst das Turnier gewinnen. Danke, Tristan. Deutsche originale Sprachausgabe. Ich finde das irgendwie cool, dass es die Originalstimmen sind. So. Oh, guck mal, die kriegen jetzt nochmal... Das ist ja nice. Lavas ist fast schon Level Up. MVP hier. Gib mir den hier und gib mir den hier. Deine Raupen kannst du dir sonst wo hinschieben. Ah, yes. Okay, man speichert ja auch dazwischen, also, ne? Es macht also schon irgendwo Sinn, dass man, ja, nicht immer alles wiederholen muss. Ich finde das cool, dass das, dass das die Originalstimmen aus der Serie sind, die Deutschen. That is nice. Vor allem, weil, wie gesagt, Yukis Stimme ist so eine... Ich habe seinen Namen vergessen von dem Dude. Aber der hat so viele Sachen aus unserer Kindheit gesprochen, das ist schon nicht mehr feierlich. So, wer ist mein nächstes Opfer? Duke? Duke Dablin? Echt jetzt? Ich will mal kurz was gucken. Könnte ich jetzt irgendwie... Kann ich jetzt neue Karten kaufen? Oder mal so...